Ich denke, wir haben einfach das Spiel am Anfang verschlafen. Zwei Gegentore, wie Sie schon sagten. Total unnötig, zu weit von den Leuten weg. Und dann gehst du mit 2-0, 3-0 in die Halbzeit. Natürlich schwer, wieder zurückzukommen. Ja, wir haben ein bisschen den Teamspirit verloren, uns gegenseitig dann nicht mehr hochgekriegt. Haben dann eigentlich nochmal gut Druck gemacht. Unsere Chancen leider nicht mehr genutzt vorne. Und dann kassierst du hinten noch wieder ein. Ja, dann sieht es natürlich schlecht aus. Ja, also ich denke, verdienter Sieg, auch in der Höhe. Bei konsequenter Chancenausnutzung hätte das Ergebnis noch höher ausfallen können. Uns haben natürlich die beiden frühen Tore so ein bisschen in die Karten gespielt. Man hat gesehen, Mintert war danach also erstmal so ein bisschen von der Rolle. Dann haben wir in der ersten Halbzeit für meine Verhältnisse zu viel Raum dem Mintert dann gegeben, haben uns zu weit zurückgezogen. Das war eigentlich unnötigerweise. Entscheidend war dann sicherlich vor dem Halbzeitpfiff das dritte Tor, das 3-0. Ja, und in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann jederzeit im Griff gehabt. Also Mintert hat natürlich mit zunehmender Spieldauer dann irgendwann auch die Lust verloren und das 4-0 war dann eine Frage der Zeit. Ja, wir haben gerade da schon in der Kabine drüber gesprochen. Die erste Halbzeit war indiskutabel. Da brauchen wir uns keine beschönigenden Worte einfallen lassen. Mit der zweiten Halbzeit, da kann man leben. Nach einem 3-0 Rückstand ist erstmal wichtig, dass man nach der Halbzeit keinen weiteren Gegentreffer kriegt. Das ist uns gelungen. Ja, nur dann halt leider die wenigen Chancen, die wir hatten, dann nicht genutzt. Ja, und dann kriegt man nochmal ein dummes Gegentor und das erklärt dann das klare Ergebnis, ne? Ich habe aber vor dem Spiel gesagt, egal wie dieses Spiel ausgeht, die Meisterschaft wird heute nicht entschieden. Ja, also dafür haben wir einfach noch zu viele Spiele. Jetzt kommt die Winterpause. Normalerweise müssten wir durchspielen bei dem Lauf, den wir im Moment haben. Ja, aber jetzt sind wir erstmal froh. Wir sind verdient Tabellenführer, gehen jetzt erstmal Weihnachten feiern und in die Winterpause. Und dann schauen wir mal, dass wir auch genauso engagiert und gut wieder aus der Winterpause rauskommen. Ja, wir werden jetzt haben wir erstmal ein bisschen Pause. Danach geht es weiter mit den Hallenturnieren. Dann machen wir eine intensive Vorbereitung, 6 Wochen. Und dann werden wir neu angreifen. Es sind noch 15 Spiele so, und dann gucken wir, was noch geht. Ne? Also unter den ersten 5 haben wir am Anfang der Saison gesagt, das ist nach wie vor realistisch und ordentlich. Wir sind da voll im Soll. Ja, nur jetzt wollen wir schauen, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Mal oben ärgern können, ne? Und schauen mal, was noch so geht.